Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und heute mal wieder zu einer weiteren Folge der Gladbach-Karriere. Letzte Folge war ja dann gegen Ende schon relativ erfolgreich mit 2 Siegen aus dem Berlin-Spiel, dann auch ein Sieg gegen Freiburg, ein Sieg gegen Frankfurt, dann haben wir leider gegen Manchester City verloren, haben gegen Mainz gewonnen, gegen Hoffenheim dann einen Unentschieden geholt, aber auch gegen Düsseldorf gewonnen, auch im Pokal gegen Augsburg haben wir gewonnen. Und heute geht es halt dann gleich ins Rückspiel rein gegen ja, Manchester City. Und das ist halt eine Mannschaft, die schon viel zu gut ist für uns. Auch nach oder in der zweiten Saison. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben das erste Spiel 2-0 verloren. Ich glaube nicht, dass wir das aufholen können. Wenn Sabine will spielen, dann lassen wir den auch spielen für ja, Davis. Das ist nur ein gesamtstärker Unterschied und ich glaube, das macht vor allem gegen Manchester City nicht viel aus. Denn da werden wir, denke ich mal, so oder so verlieren. Jetzt können wir mal schauen, wie viel denn wir wirklich verlieren. Okay, wieder 2-0. Das ist insgesamt mit 4-0 gegen Manchester City rauszufliegen, ist relativ okay. Ich meine, echt ist ja Schalke mal ziemlich klaglos gescheitert gegen Manchester City. Und da war unser insgesamt 4-0 Niederlage ja dann doch noch relativ okay. Ein Tag fällt Nicole Vidi aus, aber das ist jetzt nicht wirklich etwas besonders Schlimmes. Benzabine ist jetzt wieder glücklich und Arnold, der wird für diese Saison zumindest noch nicht wechseln. Ich würde sagen, gehen wir mal in das Spiel gegen Leipzig rein. Davor gehen wir tatsächlich mal in eine Pressekonferenz rein. Das war ja auch wirklich noch nicht oft bei mir, weil ich eigentlich immer die Pressekonferenzen so ein bisschen nicht so gern mag, weil da müssen viele Fragen gestellt werden. Auf dem Papier sind RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach ziemlich ebenbürtig. Wie werden sie dieses Spiel angehen? Es muss Änderungen geben, wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Wir dürfen RB Leipzig nicht unterschätzen und so ist es auch. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, sie sind eine extrem gute Mannschaft. Jeder sieht ja, wie wir aktuell spielen. Es geht nur, wenn du als Mannschaft zusammenhältst. Heute kommt es im Spiel gegen RB Leipzig zum Spitzenduell. Wer wird sich am Ende durchsetzen? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass sich RB Leipzig durchsetzt. Wir sind besser, finde ich, ein bisschen, naja, abgehoben. Wir werden siegen, ist auch ein bisschen blöd und wir müssen abwarten. Das ist, finde ich, noch das Allerbeste. Wir müssen nämlich noch abwarten und einfach nur ein gutes Spiel machen. Und dann können wir das vielleicht doch wirklich für uns entscheiden. Das letzte Spiel endete 1-1. Das zeigt ja schon, wie ausgeglichen beide Teams sind. Kann Borussia Mönchengladbach diesmal gewinnen? Das ist eigentlich die gleiche Frage. Wir werden alles geben. Wir gewinnen dieses Ding. Wir müssen abwarten. Das kann ich nochmal sagen, aber das ist nicht so gut. Wir werden alles geben, sage ich jetzt mal, weil wir werden auch wirklich alles geben. Wir sind alle echte Profis. Naja, das waren jetzt erstmal alle Fragen, aber ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft öfters machen werde, so eine Pressekonferenz. Naja, egal. Ich würde sagen, simulieren wir mal das Spiel gegen RB Leipzig jetzt. Ich hoffe, wir können dieses Spiel irgendwie gewinnen. Wir haben jetzt ja wichtig, 2-2. Ist okay, aber wir lassen halt auch alle anderen Mannschaften immer mehr kommen. Damit können wir RB Leipzig nicht irgendwie noch überholen. Ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr schwer, auf Platz 3 zu kommen. Im monatlichen Scouting-Update ist wieder einmal nichts dabei. Und in der letzten Folge habe ich euch ja gefragt, ob wir Torunariga ja, zu uns holen sollen. Und es war eigentlich sogar relativ eindeutig, dass er gesagt hat, wir sollten ihn uns holen. Denn ein Innenverteidiger scheint nie, das habe ich ja auch gesagt. Deswegen, warum sollten wir nicht einfach einmal Torunariga zu uns holen für die nächste Saison? Der wird halt dann im Endeffekt nur sporadischer Spieler sein. Er nimmt das aber auch ganz ehrlich an. Und damit haben wir ihn zu uns gelost. Jordan Torunariga, 50.000 verdient er dann in der Woche, aber bisschen zu viel, aber ist ja auch relativ egal, denn Hauptsache er ist bei uns jetzt. Das nächste Spiel ist jetzt auch gegen Bayern und das ist auch ganz schwarz für uns, auch wenn Rashica momentan der Top-Torschütze in der Bundesliga ist, glaube ich, das können wir nicht gewinnen und auch kein Unentschieden rausholen. 2-0 verlieren wir jetzt Gnabry mit einem Doppelpack und ich glaube, jetzt könnte Leverkusen wieder vor uns sein. Nein, die haben auch verloren. Aber Leipzig gewinnt und damit, denke ich mal, ist der vierte Platz das Höchstmögliche, was wir erreichen können. Jetzt kommen halt einfach alle drei Top-Teams hintereinander. Ich lasse jetzt mal Benzabaini spielen, Saar und auch Isak, die sind alle nicht so ganz glücklich. Das bedeutet, ich will ja eigentlich eher die unglücklichen Spieler wieder glücklich machen. Deswegen lasse ich die jetzt spielen. Vielleicht können wir ja trotzdem 3 Punkte holen irgendwie. Okay, wir verlieren 3-1. Korea kommt rein und trifft. Alter, jetzt muss uns aber irgendwie Leverkusen überholen, weil sonst wäre es peinlich für die. Und die überholen uns jetzt auch. Und jetzt wären wir nur noch Europa League. Matthias Günther ist jetzt wieder medizinisch bereit zu spielen, aber der ist halt noch lange nicht fit genug,
um in das nächste Spiel reinzugehen. Und jetzt geht es wieder rein gegen ein schlechteres Team, und zwar Stuttgart. Das müssen wir jetzt irgendwie schaffen, da zu gewinnen. Die haben auch die letzten zwei Spiele verloren. Jetzt kommt, haut sie weg, 2-1 zwar nur, aber Rashica trifft, macht sein 21. Saisontor, und damit ist auch klar, wir sind wieder auf gutem Weg, dass wir irgendwie auf Platz 3 kommen. Jetzt haben wir hier das Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayern, das sehe ich wieder komplett schwarz für uns. Ich glaube einfach nicht, dass wir das irgendwie schaffen können, dort zu gewinnen. 2-2-1 verlieren wir, Rashica trifft wieder einmal. Naja, der ist aber auch einfach unfassbar stark. Erst könnte Ginter wahrscheinlich wieder spielen, aber naja, Elvedi hat sich sowieso verletzt. Der ist dann eh nicht mehr so fit bis zum nächsten Spiel. Das bedeutet, Elvedi geht jetzt erstmal raus und dann lasse ich dafür Matthias Ginter spielen. Der kann dann nochmal schnell zeigen, was er kann, und Malang Sarr darf weiterhin spielen, weil der eben brutal unglücklich ist. In einem letzten Scouting-Bericht ist einfach hier mal Luca Janssen, und ich glaube einfach, dass der auch ein gutes Talent ist, den nehmen wir mal mit. Das nächste Spiel steht dann nämlich gegen Wolfsburg, das können wir gewinnen, das sollten wir auch irgendwie gewinnen, also kommt Jungs. Ja, 3-1 gewinnen wir, dass Sarr trifft, Benzibaini trifft und Neuhaus treffen, 3-0. Richtig schöner Sieg. Malang Sarr wird jetzt auch immer glücklicher. Zum Glück, denn ich will nicht, dass der unbedingt abhauen will, weil das halt einfach ein viel zu wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist. Vor allem auch in der zweiten Reihe. Sonst müsste man ihn am Ende verleihen und dann steht man mit Garcia und Torunariga da. Und das sind ja dann doch nicht die allerbesten Backups. Das nächste Spiel ist wahrscheinlich eins der wichtigsten Spiele in dieser Saison. Denn es entscheidet sich jetzt fast schon, wer in die Champions League kommt und wer nicht. Gegen Leverkusen geht es rein. Das wäre auch das erste Spiel, so, wo ich mit einem Unentschieden mehr als zufrieden wäre. Weil dann würden wir uns immer noch den vierten Platz behalten. Man muss sagen, wir haben einen Rashica, 21 Buden. Die haben aber auch einen Milik und einen Richarlison. Also definitiv auch zwei mega starke Stürmer. Ich hoffe, wir können dieses Spiel gewinnen. Ich werde in dieser heutigen Folge erstmal die Saison beenden. Und kann aber auch leider nicht mehr auf Transfervorschläge für nächste Saison eingehen, weil ich jetzt vorproduzieren muss. Was wiederum bedeutet, dass die nächsten drei Folgen vorproduziert werden, der Gladbach-Karriere, und da kann ich in den nächsten drei Folgen eben nicht auf Kommentare von euch eingehen. Jetzt im Spiel gegen Leverkusen, vielleicht können wir irgendwie gewinnen. 2-1, Rashica Doppelpack. 23 Buden stehen jetzt auf seinem Konto und Horta trifft bei Leverkusen. Aber das ist komplett egal, Hauptsache wir haben dieses Spiel gewonnen und wir ziehen jetzt an Leverkusen mit 5 Punkten insgesamt komplett vorbei. Und hoffe einfach mal, dass wir beibehalten können und dass wir jetzt in die Champions League kommen. Dafür müssen wir jetzt beide Spiele verlieren und Leverkusen beide gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Das nächste Spiel steht an und das ist gegen den ersten FC Köln. Ich glaube, das können wir gewinnen. Das müssen wir fast schon gewinnen. Wäre peinlich, wenn nicht. Ishak spielt weiterhin. Und er trifft auch. Und auch Atal trifft. Der Strate trifft dann bei Köln. Aber wir gewinnen mit 2-1. Und das ist vollkommen okay. Und damit sind wir jetzt sicher in der Champions League und ja, Leverkusen halt in der Europa League. Ich weiß ja nicht, was jetzt Isak von mir will. Er spielt jetzt die letzten Spiele immer Stamm, also schon mindestens seit 4-5 Spielen, und jetzt labert er, dass die mangelnde Spielzeit seiner Karriere schadet, aber der wird definitiv nicht wechseln. Das letzte Spiel ist gegen Hamburg und das werden wir selbst spielen. Das ist halt das letzte Spiel der Saison. Vierter Platz, da bin ich vollkommen zufrieden mit. Danach werden wir nur noch Statistiken durchgehen und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Spiel gegen Hamburg rein. Wir werden genauso auflaufen, wie sonst jetzt auch in den letzten Spielen immer. Dann sehen wir uns bei der ersten Großchance, denke ich mal, wieder. Starten wir also rein ins Spiel gegen Hamburg. Ich denke, dieses Spiel können wir definitiv gewinnen. Es ist eigentlich kein Top-Spiel. Wir sind so die klar bessere Mannschaft. Das bedeutet, ja, wir gehen mit erhobener Brust in dieses Spiel rein und werden das auch hoffentlich, und ich denke auch mal, dass wir es gewinnen werden. Also, es gibt jetzt mal einen Freistoß in einer vielversprechenden Position. Ich denke, den können wir schon irgendwie reinmachen. Hier Mile Drashica. Und irgendwie hat es geleckt, aber der Ball geht nicht rein. Also die erste relativ gute Chance hier für uns. Mile Drashica per Freistoß. Heuer Fernandes im Tor von Hamburg hätte den ja vermutlich easy gehabt. Aber der geht sowieso übers Tor. Also keine wirkliche Gefahr hier. Hier Alexander Ishak macht das Tor zum 1-0 für Borussia Mönchengladbach. Ich dachte nicht, dass der Ball ankommt. Hier wurde schon der Pass Josef Atal dann mit der Flachflanke. Und dann Innenverteidiger und Ishak. Ishak schießt, der Innenverteidiger blockt ihn irgendwie ab und dabei geht wunderschön ins Tor. Der wäre vermutlich so auch ins Tor gegangen, aber das zählt als Eigentor. Also hat Ishak nicht das Tor geschossen. Eigentor von Hamburg, Duziak macht das und das ist jetzt 1-0 für uns. Für die Gladbacher hier einfach mal. Also ziemlich verdient bislang in der Partie. Hier Hamburg jetzt mal kein Zombie! Benzabini bekommt den Ball nicht weg, nach hinten, Onana, und dann ist es kein Tor. Ich dachte irgendwie, dass es 100% ein Tor wird, aber es wird kein Tor und damit müssen wir schnell rausspielen und vielleicht auf einen Konter hoffen von uns. Atal, Leiner. Nee, das wird leider kein Konter. Wunderschöner Ball von Onana. Jetzt Atal.
Der Ball kam immer noch von unten an. Jetzt ist der Alexander Isak direkt im Vollrückzieher und nicht das Tor. Dass der Ball nicht reinging, den muss hier Alexander Isak machen. Wenn er ein Starstürmer werden will, wenn er vor allem Stammstürmer werden will, jetzt Benzer Baini Ball gewinnen. Thuram, Markus Thuram, wieder Flanke, jetzt Benzer Baini. Und dann, also das ist ja auch kein guter Kopfball. Rami Benzer Baini, nächste Chance, Doppelchance hier für uns. Den muss er besser auch aufs Tor bringen. Dann muss er einen Tick höher springen und dass ihn Alexander Isak auch nicht reinmacht, ist halt auch so peinlich. Ich würde sagen, ich gebe mal unserem Jugendspieler Baumann sein Debüt hier in der Bundesliga mit einer 69er Gesamtstärke. Ich denke, das hat er sich verdient. Hier spielt er jetzt sein erstes Spiel hier in der Bundesliga im Profibereich, im Profikader. Ich hoffe, er wird schon mal überzeugen, zumindest so ein bisschen. Diese Verteilklasse durchgesteckt. Jetzt ist der Milo Drašica. Er lupft den Ball, aber der wird auch nie im Leben reingehen, vor allem nicht so. Jetzt Ball von Drašica. Wunderschöne Flanke auf Isak. Den muss er jetzt machen und jetzt macht er ihn. Er hat seinen vollen Rückzieher nicht gemacht. Jetzt macht er aber so ein Tor. Hat er sich verdient. Ich meine, das erste Tor hat für ihn auch nicht geteilt. Hier Milo Drašica, klasse Ball auf Alexander Isak. Und da muss er den jetzt auch wirklich reinmachen. Ich glaube, der hat auch mehr Spiele als Korea und trotzdem heult er rum, dass er einfach zu wenig spielt. Klar, er macht viele Tore, aber trotzdem, er muss auch einfach mal damit rechnen, dass er nicht spielt. 10 Tore hat er jetzt gemacht als Backup oder auch nicht Backup, wie man es auch immer sehen will. Also es ist eine relativ gute Bilanz für einen eigentlichen Backup-Stürmer. Korea, der ist mittlerweile ins Spiel gekommen, erste Chance und die zweite bekommt er nicht. Aber es war mindestens, es war sehr, sehr gut von ihm gemacht. Der ist ja generell ein Spieler, der sich in Game immer brutal schön spielen lässt. Und auf einmal kommt Hamburg so ein Stück weit zurück, Tutino. Also irgendwie kommentiere ich das nie, weil ich mir denke, irgendwie, das wird kein Tor, hier mal so eine Flanke. Und dann, ich weiß auch nicht, was da Leiner macht. Wollt ihr da einfach mal so tun, als ob er hingeht? Dann geht doch nicht hin. Und das ist das Ende von Gennaro Tutino. Damit ist das Spiel vorbei. Wir haben 2:2 gewonnen. Ich meine, die Statistik spricht auch noch irgendwie für uns, auch wenn Hamburg tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Baumann, fand ich, hat sich auch gar nicht mal so schlecht spielen lassen. Also er ist, glaube ich mal, schon ein richtig gutes Talent, der mal vielleicht unsere Zukunft sein kann. Schauen wir mal auf die Tabelle. Das ist ja natürlich immer das, was man nach der Saison macht. Erstes Bayern geworden, zweiter Dortmund, dritter Leipzig und Gladbach natürlich wir auf Platz 4. Wir sind in die Champions League gekommen. Leverkusen dann mit Riesenabstand 10 Punkte, die haben richtig schlecht gespielt gegen Ende. Auf Platz 5, Hoffenheim kommt noch in die Europa League und Wolfsburg eventuell auch, Frankfurt. Danach folgt Hertha, Mainz, Köln, Schalke, Freiburg, Stuttgart und Werder Bremen. Relegation, die Relegation muss ja Union Berlin absteigen, also direkt absteigen tut dann Hamburg und Düsseldorf. Soweit zur Tabelle. Ich würde sagen, wir müssen natürlich jetzt noch auf den DFB-Pokal schauen, das denke ich mal, oder den denke ich mal, hat auch Bayern gewonnen. Nee, da steht noch aus gegen TSG Hoffenheim und wahrscheinlich die Champions League steht dann auch noch aus. Genau, die spielt Barcelona gegen Liverpool und die Europa League steht auch noch aus gegen Olympique Lyon gegen Monaco in einem französischen Finale. Zu den Statistiken. Rashica wurde Top-Torjäger. In den 34 Spielen hat er 23 Mal getroffen. Danach Jesus Perisic auf Platz 3 und der Milik auf Platz 4. Der nächste von uns folgt dann wahrscheinlich erst weiter unten. Das ist Isak mit 10, weil nur 21 Einsätze, wobei 21 Einsätze, wenn der heult, dass er nicht oft spielen darf. Also der Typ ist wirklich komplett weird. Und dann noch Thuram mit 9. Die meisten Vorlagen gibt ebenfalls Rashica, zumindest bei uns. Ja, mit 11 Vorlagen. Die meisten Vorlagen insgesamt Rodrigo von Borussia Dortmund mit 12 Vorlagen. Bei uns folgt dann noch Neuer und Natal mit jeweils 6 Vorlagen. Die meisten Spiele ohne Gegentor hat Gulaschi mit 17. Danach folgt Bürki, Neuer, Radetzky, Zentner sogar. Ebenbürtig mit Onana. Die meisten Spiele mit einer gelben Karte hat tatsächlich Leibold mit 10, was für FIFA-Verhältnisse brutal ist. Die meisten roten Karten haben Mandi oder Mandy und Dalot. Zu den Statistiken unserer Mannschaft. Die meisten Tore insgesamt hat Rashica geschossen. Bei 45 Spielen hat er 30 Tore und 12 Vorlagen gemacht. Das sind 45 Spielen, 42 Scorer-Punkte. Der Typ ist, wie gesagt, schon wie letzte Saison einfach geisteskrank gut drauf. In der Bundesliga hat er in 34 Spielen auch 34 Scorer-Punkte gemacht. Also in jedem Spiel ein Scorer. Der Typ ist so gut. Danach kommt Thuram und jeweils Isak mit 13 Toren. Die meisten Vorlagen hat eben auch Rashica gegeben, danach kommt ebenfalls Thuram und dann halt Atal, der hat in 43 Spielen 8 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Hier gehe ich einfach nochmal alles durch für euch, dass ihr sehen könnt, wer wie oft gespielt hat und welche oder wie viele Tore und wie viele Vorlagen er gemacht hat. Italiano auch 11 Mal gespielt, was krass ist. Genau. Ihr könnt es einmal nochmal sehen. Ich gehe mal auf die Attribute, nämlich das, was er die meisten gemacht hat. Es hat tatsächlich Hansen plus 9 gemacht, Vogel plus 8.
Winter plus 7, plus 6 Westrate, dann auch Baumann, den ich gar nicht trainiert habe, plus 6. Und auch Saar plus 5, den habe ich tatsächlich trainiert. Also es sind brutal viele Spiele, die richtig gut sind bei uns. Von Leiner wurde jetzt die Freigabe nochmal gezahlt. Ich glaube, den verlänge ich jetzt erstmal so, weil ich kann da ein bisschen mehr raushandeln, wenn es dann wirklich dann mal in Verhandlungen geht. Deswegen verlänge ich seinen Vertrag jetzt erstmal. Ganz frech, und wir bekommen ihn dann doch nicht. So sieht die Mannschaft einmal in Bestbesetzung aus. Also sie sieht schon richtig gut aus. Die schlechteste Position ist Leiner, die werden wir auch definitiv ersetzen. Es sei denn, Selig ist genauso gut, okay. Dann packe ich den nämlich lieber rein, weil der hat ein bisschen mehr Potenzial, dynamisches Potenzial. Vielleicht wird er dann da auch noch besser, aber vielleicht verkaufen wir Leiner trotzdem und werden uns dafür dann einen besseren Rechtsverteidiger holen. Vollständigkeit halber zeige ich euch nochmal, wer die Champions League gewonnen hat, nämlich Liverpool, und die Europa League wird höchstwahrscheinlich Olympique Lyon oder nee, sogar Monaco gewonnen haben, okay. Also man sieht jetzt auch, wer diese zwei Wettbewerbe gewonnen hat. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Saison. Und das war's jetzt auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Saison vor allem auch. Und ciao, Leute.